Boah. War wieder gut gespielt. Das war wirklich gut gespielt. Wenn du jetzt ein Eckballtor machst, dann bin ich unfassbar sauer, ne? Weißt du das? Ja, kann sogar sein, dass ich eins mache. Okay. Warte. Okay. War eine Idee. War eine Idee. Ja. Noch dran arbeiten und dann ist es schon vielleicht eine Formel. Habe eine Formel für dich. 20 plus 10 sind 30. nee. Ah, oh, was? Ich bin vorbeigelaufen. Oh, wohin lange? Haha, nee. Lippa. Ja! Was macht der? Das ist so krank, ich komme einfach nicht durch, Digga. Bruder, das muss mir einer erklären. Digga, warum laufe ich auch dahin, Digga? Ich bin besoffener Bastard. Hundesohn, Bastard, Kuchen, so ein Game. Ich krieg vorne nichts hin, Digga. Digga, jedes Mal, wenn ich schieße, ist ein Zahn dazwischen, Digga. Ein Haar ist dazwischen, ein Schwanz ist dazwischen. Mach mich so sauer. Sehr schön, Bruderherz. Ich bleib ruhig, bevor was kaputt geht. Alles gut. Das wär's noch gewesen, Digga. Dann wäre was kaputt gegangen, sage ich. Das war so Carlos Hurensohn Alberto ist ab sofort sein Name, Digga. bin da. Ach, Bruderherz. Nee. Guck mal, der Spieler, wo ich vorher hinpassen, Digga. Das ist so krass, was hier gerade passiert. Ja. Mal die rote abholen. Der ist natürlich da, Digga, Van Dijk. Und ey, Digga. Das ist so krass, Digga. Ah, Bruder, du hast zweimal spiel ich dir den Fuß. Oh, Digga. Fick noch seinen Vater auf dem Feld, Digga, wenn du willst. GG's. GG's. Messi helft besser, sag ich auch, Digga. Das ist Müll gewesen gerade. Das ist Müll gewesen gerade. Zeig mir her, wie viele Hunde so ein Schiss habe ich. 10 Hunde, so ein Schisse, keiner geht rein, Digga. Die Ecken finde ich lieber interessant. Die Ecken sind auch respektlos. Wer hat den Pack Battle gewonnen? Danny? 100 Subs einfach, Digga.
200 Subs einfach. Ja. Warte, lass mal runter. Mods, bitte ändern. Ja. Hallo. Medi, Sydney, ich, ne? Ja. Ich auch. Ja? Kann ich sein. Ich hab fast mehr gestreamt als Monte, hä? Was, Sydney? Ich hab ich gestreamt? Ich öffne ein Pekko, gib mir. Möchtest du das von mir auch? Und zieh jetzt. Von wo schaut ihr das nach? Der Bonus. Wie viel ist es? Aber für was ja. ist denn 9, hier 200. Los? Wie viel? 9200 Stunden. Alter, what? Du bist ein richtiger Streamer. Wow! Aber für welchen Zeitraum denn? Ja, ich hab erst 2016 angefangen. Ja, Max, muss man aber auch sagen, der zieht wirklich geisteskrank durch. Der ist so am Start. Ich habe letzten Monat 70 Stunden gestreamt, ich war gar nicht zu Hause. Ja, aber du bist immer sonst immer so sehr konstant am Start. Sehr konstant, immer sehr, sehr viel, muss man bei dir sagen. Oh, danke. Einer ein Pack, bitte? War schon krass. Willi, ja? Gaming Willi? Ist Heubeck was wert? Nee, ne? Sollen wir bis 25 kurzes machen? Bis wann, Willi? 25? Ist 25 okay? Okay. 3000. Was willst du haben? Rating oder Wert? Eineinhalb Jahren auf Twitch. Rating, okay, let's go, ja? 10 Subs? Ja, oh, wie viel? Ja, 10. Okay. Die Wette ist vorbei, Digga. Ich habe einfach in der Viertelstunde, in der knappen Viertelstunde nicht eine Lampe gehabt, Digga. Die geht noch. Ach, bis 20 nach? Bis 20? Achso, aber dann, Bruder, bin ich noch zuversichtlich. Ja, da komm. Bitte lass es dir Jungs sein. Crazy. Ah, nee, die Jungs walk out, ne? Hä, wie crazy, Hilfe. Was warst du denn gerade? Oh. Jetzt hängt das Spiel schon wieder heute zum sechsten Mal. Ich kann das alles langsam hier nicht mehr. Das Rohr da? Ich glaube, der ist im Loch. Hast du ihn weggeschickt? Ja. Wie viel? Das gerade 2-0. Aber der hat. Hernandez. Bitte das? Hernandez Bayern. Nee, ist nix wert. Also auf jeden Fall kein 12k, meine ich. Digga, ist ich ja wohl eine Wort, absolute Frechheit, Wort. Alter. Digga, was ist denn hier los, hä? Also, wenn 30. ich jetzt 9 bekomme, ist es ja hier peinlich, fast schon. Inform, Walkout bitte, Ägypten. Oh, Mann. Digga, komm. Brasilianer, Infanterie. Ach, Digga, ich Orban, hab meine Mutter Chat, was ist Orban wert? Scheiße, mehr als 12k? Bitte mehr als 12k. Bitte mehr als 12k. Oh, Chat, einmal bitte den. Once to watch, bitte gib mir Geld. Oh, ich dachte, es ist Rüdiger. Schlottis, was? Nein. Das reicht aber. 16.000, Digga. Digga, wieso hat Schlotti kein Bild? Was sind das? Und ich verliere das nächste. Das ist ey, hat Rüdiger ein Once to watch? Ja. Willi, gab's bei dir schon was? 83er Baumann. Das ja, das verloren für mich, sag ich. Ehrlich? No, bis jetzt ja, bis jetzt bist du vorne. 10.000 Abstoß, ey, ich kann hier alles nicht mehr. Was kostet, habt ihr das Rating oder den Preis? Ort? Preis. Raphael Leao, 84. Oh, das kracht. Leao, 84. Schade, wie ich Ronaldo gezogen hab. Ach, schade. Habt ihr früher Nutella gelöffelt? Nee. Ja, aber nicht so viel. Zu süß. Nicht so dieses jetzt von Chip auf einmal oder so. Chapsi. Pro Tag habe ich eins leer gemacht. Ich kann ja, was macht deine Nase? Tot. Ich bin so krank, Willi. Nasenspray, Bruder. Wieder da. Nee. Wo ist meins? Scheiße. Was? Kannst du nicht spielen morgen? Doch. Ah. Von euch. Kann das bald alles nicht mehr, Jungs. Quadrado, ja. Ist der was wert? Ich bin bei dir, Eli. Ja. Oh, warte mal, Quadrado? Der haben schon nie gezogen. Ist der Schuh, du hast mehr gestreamt als ich. Hab sowas. Wie viel hab ich? Okay. Oh, Rash! Oh, nein! Oh, Rash, warte, was ist wie viel hab ich denn? Sag ich dir. Quadrado, 17.000? Bin ich da vorne? Ich weiß nicht, ja, sag's mir jemand. Wie viel hab ich? Danny! Nee, wie viel hast du denn? Wie viel ist denn Schotti bei? Ich schau gleich mal, Max. Ich kann's dir gleich sagen. Der Schrubel hat 10.200 Stunden. Dabei gibt's 15.000, Sydney. Ich bin vor dir. Mit 2K, wichtig. Digga, wann denn schon Schrubel, Digga? Ich weiß auch nicht. Jungs, ich bin mit Robertson-Lob vorne. Hat der? Robertson. Weiß nicht, ich gucke hier gerade, der so vielleicht seine 18.000, 19.000. Wann hat ihr gestartet? Warte. Wie viel hattest du, Willi? Warte mal. Wer war dabei? Ich war nicht dabei, Monte. Wann habt ihr gestartet? Wir sind beide gleich, Monte. Ich glaube, wir sind 23k ist Robertson. Nein, Schwachsinn. Also, du, oder nicht?
Warte mal. Dulli. Robertson ist 17.000 irgendwas, 17.500. So, wie viel hast du? 17.500 oder 17.700. Oh, Walkout? Gönn bitte jetzt. Oh, nein, Schlotterbank. Schlotti bettet jetzt alle. Aber Schlotti kostet auch 40, glaube ich. Nein. Aber wir haben Rating, wir haben Rating. Just habe ich abgestoßen, no. Was ist das? Tschüss. Halt. Ey Jungs, wann habt ihr gestartet? Ich bin das ist nur noch fertig. Eine Minute, Digga. Achso, ich dachte, wir wollten noch einsteigen. Nur wichtig. Und dann zählt das Rating. Also, Digga, okay. Immer dieser Dabi anstatt Dembele, Mann. Ah, ja. Der heißt Yabi. Scheiße, stark. Wichser. Warum lass das jetzt gut? Das ist trotzdem saugut. Nee, wir haben zwei unterschiedliche ich will aber Dembele, Max. Wetten gerade am Laufen. Deswegen okay, ist es so verwehrt für euch. Wenigstens jemand, der weiß, was er möchte. Jeder sagt jetzt, was er möchte. Aber was realistisch ist, ihr dürft nicht zu viel verlangen. Neun. Und kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Ich muss euch das stattgeben. Vinicius Junior. Weißt du, wen bekommst du? Gönn ich dir. Okay, Mann, Digga, ich konnte in den letzten 3 Minuten ein Pack aufmachen, weil hier alles so lange dauert. Sadio Mané wants to watch, ich gerne. Ganz schön gewagt, aber weißt du was? Kriegst du. Besser, Digga. Okay. Was willst du haben, Max? Was willst du haben? Eine Ikone. Stop. Ja, nee. Kriegst du nicht. Ja. Noch was? Willst du noch eine aussuchen? So, Jungs, letztes Pack bei uns. Wants to watch Rüdiger. Jo. Oh, okay, den darfst du haben, den darfst du haben. Also wer ist jetzt mehr wert, Quadrado oder Robertson Chat? Rüdiger ist auch krass, Digga. Wenn er einmal eine Info bekommt, der geht auf seine 600. Wenn er so viel spielen. Was ist der, also wir sind durch. Was ist jetzt mehr, Robertson also oder? Also meiner ist 17.500 und deiner ist 17.750. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, gut. Dann mein letztes Pack lädt seit 10 Minuten. Ja, dann, auch so lange gedauert. Dann einmal bitte bei mir einlösen. 250 Coins. GG Monte. Was? GG Monte. Ja, Bruder, fühlt sich jetzt auch nicht wirklich nach dem Sieg an, bin ich ganz offen und ehrlich, ne? Bin ich auch ganz offen und ehrlich, so Digga. So schlecht eigentlich, ne? 210 Subs bei Monte machen. Super. Digga, warte mal, Monte, du bist ja komplett gebrochen, fällt mir gerade auf. Digga, willst du mich verarscht oder? Ich bin 8100 im Minus. Ich zieh hier gar nichts, Digga. Ich krieg eine Hero-Karte für 60.000. Was willst du jetzt von mir, Alter? Scheiß Lockenkopf. Ich hab doch nichts gesagt. Jungs. Oh, nochmal die 100 Subs ansprechen. Ja. Ah, 100 Subs auch noch. Achso, er hat die Wette gerade verloren. Ja, ich hab sie bekommen tatsächlich. Oh, Board für dich, das war erst Board in langer Zeit. Bitte nicht. Ja, wie lange braucht es? Yes. Das hab ich ja gar nicht realisiert, der auch noch. Yes, Danny. Wir wenden 84er, ehrlich? Ja. Mimi schreibt so, ja, warte mal, hier. Was machen wir bei euch? 10 Monate Sub, weg. Tschüss. Wert? Wert? Okay, machen wir. Wer hast du? Leo. Oh, war ja klar, so Wert sagt Strich. Oh, da war oh, das Weekend League Up Chat. Die Weekend League, da hört ihr nur Rumgeschreie. Edi, schreiben wir jetzt auf den Deckel oder was? Oder löst du ein? Achso, ja, warte. Ich geb dir. Also, wir können auch auf den Deckel, wir sind ja noch beim Huni. Mir ist es egal, aber 10er ist ja jetzt nicht so viel. Ist mir Rille, sag. Willst du Porte ja, löst ein, ja. Für ein Erfolgserlebnis einmal. Für dieses. Ach, Mann, ich hab Maul. Bei dir abgezogen, ja? Das gut. Ist schön, ja, alles gut. Medi, wann krieg ich meine 3 Subs? Oh, dieses Spiel hängt sich immer auf. Ich kann das nicht mehr. Digga, ich zieh 2 miteinander in den gleichen. Das reicht langsam. Soll ich direkt alle machen? Was? Soll ich direkt 30? So wie du dich wohlfühlst. Wenn du möchtest, ein Spiel machen. Ja. Nach dem Paypal in Willi, das ist 25 zu Ende. Okay, easy. So wie du dich wohlfühlst. Hat er schön gesagt. So, ich zieh jetzt irgendwas Fettes. Danke, schon danke, danke. Willi, unser Freestyle gestern. Ich hab mir das im Auto angehört, im Flugzeug heute angehört. Junge, konnte nicht mehr, ne? Also wir sind auf Null, Digga, ne? Ihr habt gefreestylt? Ja, muss nicht sein. Okay, Eli, auf ihr vor mir, Digga. Oder scheiß auf. Ja, Monte, scheiß auf, Digga. Maul, du Wichser. Naja, heute bin ich in Trümmerbruch reingeraten. Gleich noch ein Game? Ja, richtig. Nee, ich um 22 Uhr kommen meine Kollegen vorbei. Okay. Ja, kommen die. Sydney? Jeden Abend eigentlich, ehrlicherweise. Ja. Hast du Kräuf? Ja, yes, tough. Wie ist der? Noch kein Spiel gemacht. Wie viel hast du ihn gekauft? Im Oktoberfest besoffen. 2,1. Okay, der ist bei 2,3. Ja, ich überlege, ob ich ihn kaufen soll. Ja, Danny, sag es. Ich ist immer unser Mann, Medi. Oh, Bob! Ich weiß, der war echt immer gut. Brich jetzt mal Danny, bitte. Ich hol ihn. Kann er bitte... Mount!
Aber er will auch nein. Ja, nein, ja. Bringt nichts. Maron vielleicht doch mehr als Leo vielleicht? Ich mache jetzt die Skipper-Packs die ganze Zeit. Was macht man auf den Sydney? Hunter? Ich, ja, ne? Ich ziehe eine Inform Brown. Ich hab's gestern, glaube ich, zu Monte gesagt. Ich weiß ganz genau, dass ich Brown ziehe. Du meinst den Jamaika? Ja. Ja, den habe ich schon 7 Mal gezogen gefühlt. Wirklich. Ja, das Danny bringt mal fucking Johann Cruyff. Hoffentlich schießt der Danny einfach weg, meine Laune ist wieder da. Ansonsten ist das echt Trümmer. Der wird auf dem Markt zu fetten sein, gleich ganz günstig. Das kannst du wirklich, kann wirklich sein, ne? Will man spielen? Heute im Bochum, wenn ist? Sandy, ja, lass wir. Also heute, also ich glaube, so schlimm wie heute ist. Und sagst? Wir machen uns ja, lass, wie viel schuld ich dir? Ah, das will ich ums Haus, müssen wir machen. Ja, das Mickey. Ist guten Abend, die Herren. Oh, Sandy, lass um 10 machen. Mickey da, sage ich. Okay, so. Okay, einmal komm. Mal bitte alle ganz fest kurz die Daumen drücken. Es geht gleich rein in die Division Rivals Belohnung. Die habe ich einmal die Woche. So ein fettes Auge, Digga. Ich auch. Nur du. Ist das krank, wirklich. Also, der sagt Danny, einfach, die habe ich einmal die Woche. Das nur du, Bro. Danny, ich gehe schon mal runter, Woche. Wenn du einmal Daumen drücken. Ja, ich komme. Ja, Mickey macht ja nicht viel Hoffnung, ich hätte gar nichts gezogen. Warte mal. Das ist ein Shit. Sydney, ich habe dich eigentlich. Ich habe dich eigentlich ganz stark Road to Glory plus 100 Euro. Sehe ich mich ganz stark dran. Das ist ja kein Road to Glory. Ja, Monte, jetzt war ganz ruhig, ne? Ja, aber heute. Mickey, ich wollte dir sagen, was du verpasst hast. Was habe ich verpasst? Ich bin 8.100 Euro minus. Ja. Mein besten Spieler, der war Vinicius Junior. Was kostet er? Der kostet 300.000, den habe ich gezogen in den ersten 1.000 Euro und seitdem ist nichts mehr drüber gekommen. Und heute habe ich meine erste Hero-Karte gezogen, der kostet knackige 70.000. Wahnsinn, was? Ja. Das ist ja richtig schlecht. Hab ich eingeladen? Da bist du ja mit Abstand von allen am schlechtesten. Auf je, genau so ist es, Digga. Und die Jungs haben heute den Salzstreuer rausgeholt. Plus, ich habe heute schon 100 Subs verloren in der Wette gegen den fetten Melonenkauf mit seinem fetten Arsch. Ich mach Submarathon, penn 12 Stunden mit Solution. So, warte mal, was muss ich denn hier holen eigentlich? Jumbo Premium Gold 26 Pack? Digga, was macht Sydney? Der soll mal joinen. Hier. Option 1, oder? Option 1. Option 1 immer, ne? Ja. Billig ist auch Cap, Digga. Das ist kein Cap, Bro. Ja, ich glaub dir, no Cap. Aber wie viel bin ich jetzt? Ach, Scheiße. Oh, komm her, Kylo. Komm her. Ja, ja. Komm her. Okay, also Option 1, wir haben ein Jumbo Premium Gold 26 Pack. Nimm immer Option 1, vor allem Road to Glory, du brauchst die Coins. Mickey, lass los, Mickey. Mickey, ich hoffe, es wird nix. Ich hoffe, es wird Mickey, dir bringt Untrade nicht, wenn du Road to Glory machst. Du musst. Hallo, so, okay. Bonus Upgrade, Division 8. Ein Jumbo Premium Division Gold. 8, wie schlecht? Ein Premium Goldspieler Pack, gemischtes selten Booster Pack. Okay. Premium Goldspieler Pack muss carryen bei dir. Okay. Ich Kanalwette rein. Ob du einen Spieler über 5K ziehst. Sehe ich im Walkout. Was glaubst du, was du denn ziehst, Mickey? Ja. Hä? Billy. Ja, Mickey, ich muss dich auf den Boden der Tatsachen holen. Mickey, wen hast du im Sturm? Rede mal mit mir. Abome und Jota. Aber Jota ist stark. Sydney! Du bist bei 14. Ja, aber Jota ist ein Coinflip. 14 Uhr. 14. Okay. Sag mal, Mittelfeld? 14. Ja. Digga, ich sag eine Karte. Zakaria Eli. Ja. Eine geisteskrank starke Karte. So stark wie eine Ikone. Der Mann ist so stark. Okay, mach die. Warte, läuft die Werte überhaupt? Deine Mods arbeiten nicht? Also, ich gebe dir jetzt einen Tipp und du wirst mich auslachen, aber ich schwöre es wirklich, also ohne zu übertreiben: Preis, Leistung, Trust in yourself, hol dir Richarlison. Er kostet 4. Ja, hab ich auch gehört, haben viele geschrieben. Er ist so gut. Also, Real Talk, er hat 5 Sterne Recruit. Mann. Er ist komplett OP. Mickey. Tu es doch. Hol ihn dir, wenn er nicht ist, verkauf ihn. 4K. Mickey, lass dich. Sydney, wollen wir einen runter? Lass dich nicht lenken, Mickey. Jetzt drück doch mal bitte die Daumen für mich, ey. Sydney, Mann, ich bin nervös. Ja. Mickey, lass dich. Ja, Wort. Okay, komm, Eli lenkt wieder. Aber gegen wie? Sag mir, was er gezogen hat. Ich leg Auge. Um 10 spielen wir, ne? Jo. Ich jetzt gegen dich verliere, denn es wirklich bei mir Schicht im Schacht mit diesem Jahr FIFA. Gegen Willi gewonnen. Hast du gewonnen gegen Willi? Ja, ich glaube 2-mal oder so. Aber alle Games waren knapp halt.
Ah. Gut, Maldini. Häuf, Digga, was ist das für ein Team? Oh. Lass die Ohren in Ruhe. Schön. Welche Formation spielst du? Das ist die Frage. Jetzt gerade einfach 4-2-2-2. Boah, Virgil, ich hab so Angst vor ihm. Da hätte ich einfach geschossen, wäre das ein Tor, glaube ich. Mann, Digga, er macht nicht das, was ich will. Das Bonus. Aber jetzt habe ich erstmal eine Formation. Wer ist das? Jairzinho. Ah! Wie hässlich. Hallo, Vader. Miley Cyrus. Cash and Maris. Nee, Maxito. Johann Cruyff. Was? Ich hätte auch zu 100% gedacht, er geht. Johanns erstes Spiel. Das ist ein bisschen nervös. Ich bin mal gespannt auf dein Jaja und auf mein Zidane. Das ist auch deren erstes Spiel. Komm, Zidane. Mann, Digga, die machen nicht, was ich mache, Digga. Das ist so nervig, Digga. Gut. Juri. Drauf, Johann. Ja. Was macht der Hundesohn? Oh, Philipp. Digga, warum ist dein Mendes schneller als jeder andere Spieler von mir? Wer war das von dir? Hakimi, Digga. Ja, soll ich was probieren? Das war die Backbeine-Fanke. Das hat geklappt. Ist das respektlos, Digga. Was ein Scheißtor. Es geht um die Backflanke, mein Freund. Die L2-4-Eckflanke. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, aber was... Hey, warum habe ich Leihspieler im MAP drin? Warum steht da 5? Meiner. Ist das ekelerregend. Spielt der hier so mit Leihspielern? Der ist mein Team. Oh. Ja. Ja. Hast du gesehen, Bilo hat Haare blond gefärbt, glaube ich. Was? Ja. Er musste doch 90 Plus Spieler ziehen oder so. Sonst blonde Haare, meint er. Oh. Was macht er da vorne? Oh oh. Alles gut. Guck mal, die läuft. Oh, warum macht er nichts? Mann! Bom. Oh. Wer ist das? Sakimi? Nochmal. Ey, was spielst du das, Sidney? Ist das ekelerregend, Digga. Guck mal, was er macht, Digga. Er will den Spieler nicht ausziehen, ich will. Digga, ich spiele einfach Ballbesitz, noch nie gesehen, sowas. Ich probiere Sachen aus. Nee, Rot.
Nee. Digga, ist der hier Stürmer? Der soll nicht Stürmer spielen. Oh oh. Ja, sieh da, zeig's ihm. Nee. Zeig's ihm. Nee. Ist dann halt auch nichts, wenn er 500 Meter wegfliegt. Mann. Gut, Nuno. Nee. Digga, dieser Carlos Alberto, ich kaufe ihn mir danach direkt, Digga. Ich schwöre auf meine Mutter, er macht alles hinten, Digga. Hast du den und Van Dijk, da kommt niemand durch. Digga, auch vorhin bei Willi, das war ja respektlos. Hat er ihn auch? Ja. Digga, ich konnte nichts gegen ihn machen. Oh, oh. Schön. Oh. Wie viel kostet Carlos Alberto? Brauche ich hier im Chat. 700 oder so, ne? Ja, Digga, den hole ich mir safe. Ja, das ist so nervig, weil ich nicht weiß, wie die anderen Bastarden linken soll dann. Mhm. Guck dir das an, guck dir das an. Fair Play, Bro. Nee. Moment. Sollte auch noch das Dings werden. So, Eldorf-Schuss. Boah. Wo sind alle meine Spieler eigentlich? Wie viele? Ref! Ach, Ref, Digga. Wer ist denn? Sure. Die Unparteiische. Warum ist die Schiedsrichterin auch eine Frau, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Noch nie gesehen, dass es das eine Frau ist. Oh Mann. Ohne Sinn. Ja, hab ich auch nicht gesehen. So eine unnötige Änderung, Digga. Damit Emily sich wohlfühlt. Cool. Ich finde das cool. In echt ist es ja auch so. Ist es jetzt mittlerweile auch so? In echt? Ja, hä? Schon lange. Kennst du Bibiana Steinhaus? Nee, ist sie geil. Weil sonst weiß ich nicht, warum du den Namen weißt. Oh, fuck. Was ist das? Ist wirklich geil? Nein. Warum weißt du dann den Namen? Weil das eine Schiedsrichterin ist, Junge. Einfach so. Nein. Das ist der Elderschuss. Am besten, Digga. Boah, was ist das für eine Rakete? Oh. 1x. Geht auch beim Torwart. Da bin ich. Ach. Der Hundesohn läuft nicht. Ey, bei mir funktioniert gar nichts. Vorbei. Ich merke das schon. Oh. Komm! Maldini. Oh, das wird halt nicht so. Jetzt sieht's auf dem Blatt Papier wieder ganz anders aus hier. Mit einem 1-1. Bester Mann. Schön, dass der Torwart nimmt, Digga. Na, ich mi. Yeah. Was ist denn da los? Top oben? Auch nicht? Digga, jetzt führt er, weil ich reinschaue die ganze Zeit. Gute Abwehr da. Wohin? Walla Bila, ich wollte da nicht hinspielen.
Na, Schmie. Lauf, Johann. Abseits sein Vater, nein, oder? Nein. Was? Mm-mm. Ich dachte so, dass abseits. Johann! So ein Hund, so ein Schuss, Digga, ist das respektlos. Johann! Ich war mir auch überlegen, Kreuz zu holen. Johann! Mit Außenmarke. Mit dem Sitshot. mach mal morgen so ein YouTube-Video. Er läuft yeah. nicht, Digga. Ich werd so sauer. Boah, das war gut gemacht. Sag ich. Johann. Nee, ist schon das? Was gezogen? Eine Müll gezogen habe ich. Oh, oh. Digga, was ist mit der Defense los, Alter? Nichts. Ja, nein. Mann! Ich schwöre auf meine... Digga, ich glaub's nicht. Digga, es kann nicht sein. Oh. Wo spielen die Noten-Söhne hin immer? Oh, verkracht. Das macht mich immer so sauer, Digga. Es gibt zwei Dinge, die mich extrem sauer machen in FIFA. Oh, einmal schade. Eckballtore, Digga, weil du es kein Skill ist. Wenn die einfach so reinmachen und Fehlpässe. Oh. Deswegen bin ich auch dieses Jahr sehr, sehr salzig immer. Oh. Ich muss ihn auswechseln. Oh, Hilfe, hallo. Achtung, Johann. Digga, was ist das für ein Nottensohn-Schuss? In der 90. Minute, ganz dreckig, ja, sorry. Zweimal mit so einem Dreckschuss. Ja, das heißt Headshot, Bro. Ja, jetzt Mixen bringt auch nichts mehr, Digga, ihr lag heiß. Ich hab einmal zweimal so ein Tor gemacht und einmal nach dieser Backflanke. Der Mann used auf jeden Fall gar nicht die Meter. So läuft das halt. Ich hab's nur ausprobiert hier, dieses Spiel. Ich habe ja bis jetzt noch gar nicht gespielt. Ja, cool. GG. GG. War ein cooles Game auf jeden Fall. Was gemacht. Ich, vor allen Dingen, wie du die ganze Zeit links, rechts machst und ich weiß, du willst einfach nur auf diesen Schuss hinaus und ich kann nichts dagegen machen. Er ist schon oben, Digga, der Bastard. Der rauskommt. Er überlegt gerade aufzuladen. Guck ihn an, wie er überlegt. So, ich mach jetzt die ganze Zeit Packs auf. Hallo, wer ist da? Achso, warte mal ganz kurz. Ist es ein. Nee, da sind nur Spieler drin. Es ist ein 25k-Pack. Gibt's was Neues? Hey, Mickey macht seine Road to Glory Packs auf. Und bisher ist richtig Arschwitze. Das Ding ist ein 7,5k-Pack. Ein Vorschau-Pack hat er. Nee, warte mal. Guck mal, was er hat. Das ist Vorschau-Pack. Oh, knallt das Medina. Medina! 76er. Aber das war Vorschau-Pack, das war Vorschau. Achso. Trotzdem knallt das. Ja. Oh, richtig knallt das. Wie sieht's bei Mickey aus? Ganz düster. Wie habt ihr gespielt, Roat? Aber nicht gleich nachtreten, er ist wirklich 3-2 hat der in der 90. Oh, es gibt nichts Geileres, wenn ich jemanden zum Aufgeben zwinge im Draft. Oh, das ist richtig gut, Alter. Alle konzentrieren, Mickey macht seine Freepacks auf. Und bisher ist Arschritze des Grauens. Echt? Ja. Ja, die gönnen auch nicht, das sind keine guten Packs. Sein bester Spieler ist Medina. Digga, wie sehr er aufladen will mit seinen 4000 Münzen da oben. Das ist ein normales Premium-Goldspieler-Pack. Abfahrt! Das ist ein 25k-Pack. Da könnte was drin sein. Oh mein Gott. Es ist noch nicht mal ein Walkout oder irgendwas. Nicht mal ein Board bei ihm. Es ist Brand. Digga, es ist Brand. Sauber. Dafür, dass der Bastard Sushi essen gegangen ist bei unserem Turnier. Ja, also boah, apropos Sushi, ich glaube, ich bestelle mir Sushi. Ich habe auch Sushi gegessen, cool.
Mitten bei Twitch Rivals ist er einfach gegangen und hat Sushi bestellt. Der Bastard. Micky macht ein Foto, guckt ihr euch an. Von der Scheiße. Also ganz ehrlich, ich würde mir einen neuen Account machen. Von der Scheiße. Ich habe meine ersten Rivals-Belohnungen abgeholt und habe dich im ganz normalen Pack gezogen. Ich hoffe, geil. Du kriegst ein paar Coins, Junge. Ja, Julian Brand ist geil und kostet voll viel. So, was bringt da an Coins? Was bringt da an Coins? Oder? Bringt da irgendwas? Wahrscheinlich irgendwas. Ist das denn die Möglichkeit? Bayern 4-0. Malen? Ist hier irgendwer was wert? Yeah! Oh, okay. Bayern! Bayern München! Ist hier FC Bayern was München! Wert? Ein Hoch! Ah. Hoch sollen sie leben! FC Bayern München! Warte, Doppelpack. Oh. Ist ein bisschen was wert? Hey, Sadio! Kann er jetzt seine zweiten Pack öffnen? Die Watchkarte steigt so doll. Ich muss ja da wirklich. Wieder, Dings, ja? Vorbereitung. Was kostet Haaland One to Watch gerade? Mein Vater kostet er. Was? Digga, ich würde die alle mitnehmen und die genau auf den. Ich würd auch überteuert verkaufen und so eine Scheiße machen. Mache ich gerade die ganze Zeit. Nicht. Nein, das ist gottlos, das macht man nicht. Warum? Hä? Ich find's voll uncool, EV. Ich würde jeden Preis einzeln nachgucken. Ach du Scheiße. Bei RTG schon, aber jetzt so. Ich meine aber RTG. Ja, ich meine überteuert verkaufen. Lass es RTG bitte nennen. Das ist so eine dreckige Methode, könnte ich machen. Das ist keine dreckige Methode, die Leute gucken aber noch nicht richtig. Null Skill. Ja, wahrscheinlich kommt das kein Zuschauer von ihm, ne? Nein, macht sie auch nicht, hä? Ich hab zum Beispiel jetzt auch gerade mit der Methode mit Zahlendreher richtig viel Coins gemacht. Wenn er zum Beispiel 3,6 kostet, bin ich für 6,3 an. Ja, so mache ich meine Coins. Du bist ja unnormal clever. Aber das ist Road to Glory, aber es ist einfach. Road to Scam. Road to Scam. Kann er jetzt noch sein Pack aufmachen? Aber sonst ist schwer. Habt ihr eine Schokoladenfabrik? Ja. Kennt ihr die Stelle? Wir sind so diese reichen. Umpa Lumpas? Okay. Wir sind diese reichen Kinder, wo die Eltern so richtig viele Schokoladensorten kaufen und wir so richtig lange öffnen, bis diese goldene Karte dabei ist. Und Micky ist dieser eine, der sich zwei Tage Schokolade holt. Und auf das Ticket hofft. Und auf das Ticket hofft. Tor zählt nicht, okay. Und Micky ist auf der Suche nach dem goldenen, nach der goldenen Karte. Wie in die Spiel Bayern in Minga? Weiß das jemand? Ja, freilich. Freilich. Ja, ja, ja. Das ist, das ist doch ein Kackpack, oder nicht? Daum. Ich bin fucking. Alter, alles. Mickys komplettes Leben hängt an diesem Pack. Ich bin ein echter Bayer. Ich bin wahrscheinlich der Bayer. Hey Leute, doch kein 4-0, doch nur 3-0. Oh Gott, wie spannend. What the fuck? Wir gehen rein. Oh, hoffentlich verliert Bayern nicht noch. Ja. Oh ja, Gott, ja, ja, ja. Oh, wer ist das denn? Kuhfall! Einfach Kuhfall. Scheiße. Kuhfall! Ey Leute, alle zu Micky rüber in den Chat und Kuhfall spam. Digga, weißt du, was das krasse ist? Wisst ihr, mit welchen Erwartungen der. Ja, ja, Mann, ich dachte, der geht da rein und denkt, dann kommt der R9 rein. Er dachte wirklich, er kommt eine Ikone, wenn er Glück hat. Er sagt, so naiv der Dunkel. Er freut sich auf seine Packs. Kuhfall und Medina. Digga, ich hab gedacht, der hat da wirklich was gemacht. Scam to Glory. Digga, ich hab nichts. Ich hab nichts gezielt. Ich mach nichts. Guckt ihr euch an. Ich will jetzt mal lange Packs ziehen. Aber neben Kuhfall hat er noch AK. Guckt ihn euch mal an. Ah, ich bin gebrochen. Alter. Einfach Kufa. Ja, aber ohne Witz, Micky. Kein Witz. Kufa lässt sich echt wirklich extrem gut spielen für den Preis. Es war, Micky, es war die erste Frage, okay? Ich habe nicht gewusst, was du da für Packs hast, aber was hast du dir denn, was hast du dir denn erhofft? Wenn ich mal so fragen darf. Er hat Once to Watch gesehen, schon vor mir in der Auge. Er wollte, dass alles lila wird. So gemein, das ist so gemein. Er ist mit so viel Erwartung da reingegangen, wirklich, er dachte wirklich, wie er das auch aufgebaut hat, als wenn er, garantiert, als hätte er ein Icon-Pack aufgemacht. Ja, ja, genau. Robert, er sagt, er geht noch mal ganz kurz aufs Klo und dann werden die Packs gezogen, ja? Das hat eine halbe Stunde gedauert. Für Kuhfall. Kannst du gleich wieder aufs Klo gehen. Ey, ich will so gerne dieses Starter-Kit-Bundle-Back kaufen für 100k hier, ne? Darfst du nicht.
Darfst du nicht, Mickey. Die sind alle anscheinend sowieso. Das ist mir egal. Das ist mir so scheißegal. Mach mal nicht, Mickey. Road to Glory. Road to Schaff's Scam. So eine Scheiße. Digga, vor allem sollte mal das ernüchternd. Ja, gut. Das wir haben 12k Coins. Das ist das Team. Wir haben so, keinen schlechten Kader. So Hashtag Kufa als Rennet auf Twitter. Aber Micky, du kannst auch mit den Coins auf jeden Fall die locker mal verdoppeln, verdreifachen. Du hast auch einen Trader, oder? Chip-Tuning, ne? Coin-Flippen. Okay. Eli, ich mach jetzt die Freischusstaktik von dir, ne? Wir gehen ein bisschen rein in die Rivals-Chat. Wir müssen ein bisschen grinden. So eine Freischusstaktik. Aber Division 8 ist auch schwach, sag ich. Ich hab nicht mehr geschafft. So. Du hast doch den ganzen Tag Rivals gespielt. Ich hab nicht mehr geschafft, Roald. Was verstehst du daran nicht? Bist du taub? Warum bist du so kacke? Da musst du auch besser spielen, um eine Road to Glory zu machen. Ich bin kurz in der Küche. Hol mir was zu naschen. Road to Glory, Hardstack Division 9. Road to Glory Ass. Moin, Eli, moin. Yo, Cindy. Ich bin jetzt offiziell ein Biertrinker. Wow. Er meldet mich dieses Jahr bitte für die Weltmeisterschaft an. Ja, soll ich dich mal auf den Boden der Tatsachen bringen? Ja, du hast auch 10-mal besseres Team, wir können gleich gerne spielen. Ja, lass gleich spielen. Nach dem Draft. Ey, wisst ihr, was das auch das Allerschönste sein wird? Micky ist ja Hardstack in Division 8, der wird jetzt einfach seine Games zocken und erstmal so 5 Games verlieren am Stück. Digga, es gab nichts Lustigeres als Micky in der. Er sagt, sein hart erkämpften Packs in Division 8. Hart erkämpfte Packs in Division 8. Vor allen Dingen, Draft macht auch keinen Sinn. Weil Warcraft? Warum nicht? Was macht mit Draft? Oh. Hat Micky was gezogen, Jungs? Gar nichts. Kufal war der Beste für 0k. Wer? Kufal. Hab ich noch nie gehört. Irgendein 79er, der kein Fußball spielen kann. Timo, hast du mich mal gehört? Ey, wie sind die Rivals Rewards? Digga, Jamio hat mir einfach wieder eine 100, also jetzt habe ich noch 320 PSN-Karten offen bei ihm. Das ist so geisteskrank. Das heißt, wir haben noch heute 4 zu ziehen und ich will was Krasses ziehen auch. Oh, gönn. Rasieren, LF. Kempembe wenigstens. Oh! Was ziehst du morgen nach Eder Militao, der ist das wert, oder? Morgen, ja. Ja, fett. Morgen ist letzter Tag. Oh! Über 100k, der Bastard! Wichtig! Wer denn? Eder Militao. Ja, ich muss mal gucken, wann, aber auf jeden Fall bin ich da, ja. Nice. Ich bin morgen noch bei Oma wieder habe ich mich selber eingeladen zum Essen um 1 Uhr. Smart. Gut, Jungs, ich zieh durch. Ich gehe jetzt mit Kyle und meinen Kollegen kommen gleich vorbei. Dann gehen wir eine Runde in Buxtehude spazieren, noch auf Entspantarino. Macht ihr dann? Oh, viel Spaß. Nur spazieren gehen und danach chill ich im Bett. Okay. Alles klar. Lasst euch gut gehen, Jungs. Ciao. 115k sind wichtig. Hau rein. 115k ist big. Pep, kauft mal einen Spieler, den ich holen soll. Ich weiß nicht, wen ich holen soll. Ein Kuku? Poké. Wieso willst du Spieler holen? Du kannst Monster so komisch verabschieden. Nee, nicht investieren. Quasi ein bisschen upgraden das Team, weißt du? Was denn? Warum hat sich Monster gerade so komisch verabschiedet? Dass er erzählt, was er jetzt alles macht. Das macht er immer. Ja, mit meinen Freunden treffen, dann kurz spazieren gehen, musst du dann mit Kaido noch mal raus und dann ins Bett. Ja, Jungs, bin weg. Ich muss jetzt kurz. Oh, Danny, ich schiss, dass ein Buxtehude dann die Leute mal gucken, wo der ist? Was? Ja, da wartet so an jeder Ecke einer und dann schreibt so einer in die WhatsApp-Gruppe, dass der da ist und dann kommen alle hin. Ja, ne, wenn er das so sagt. Also Buxtehude wäre ich jetzt draußen. Na, ehrlich jetzt? Abo hängt jetzt draußen und wartet auf ihn. Buxtehude sind sehr wenig. So, Leute. Digga, Buxtehude ist im Gegensatz zu mir einfach Großstadt, das ist respektlos. Wie viele Einwohner hat denn Buxtehude? 40.000. Frankreich? Mein Dorf hat 10-mal so wenig, ich hab 4.000. Boah! Kennt dich jeder in deinem Dorf? Ja, schon. Gibt's eine geile unter den 4.000? Nein. Das würde mich mal interessieren. Ich sag nein. 4.000 ist echt sehr, 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 sehr wenig. Ja, das würde mich. Gibt's da einen? Habt ihr. Kennst du das, Willi, wenn Mädchen so. Dass die komisch sind und dann aus Prinzip dann unattraktiv? Und das ist geisteskrank. Ja, nee, du achtest auf den Charakter. Nee, aber wenn du weird bist, dann ist es was anderes. Du warst weird an. Das ist das Weirdeste, was es gibt.
Du guckst dir Boba-Streams an. Ja, Digga, aber ich kann das nicht erklären, Mann. Einer schreibt hier in meinen Chat, bin einer von den 4000 Leuten, haha. Schreib mal aus deinem Fenster, Rohat, vielleicht hört er das. Trau dich, hier hinzukommen, du kleiner Bastard. 120.000 Menschen, da ist nicht eine geile. Jetzt, nee, Rohat, gibt's keine geile. Nee. Ich bin auch wenig draußen, ne? Ich bin nur mit meinen Jungs, also... Ja. Digga, du wohnst da seit 30 Jahren oder so. Da bist du ja, seitdem ich 12 bin. Ja, und dann willst du mir sagen... Guck mal, nach der Schulzeit habe ich mit niemandem mehr Kontakt gehabt, außer mit meinen Kollegen. Ich gehe auch nur mit meinen Kollegen, die chillen ja immer nur unter sich. Wo chillt ihr dann so? An der Parkbank? Fußballplatz. Okay. Was macht ihr da? Da gibt's so einen Tisch, da gibt's Stühle und da chillen wir immer. Chillen? Auch, gibt's auch ein bisschen Zahnhoch? Dann gibt's ein bisschen Bubatz wie die Lunge. Da gibt's keinen Bubatz. Ein bisschen Gift. Willi ist heute gut drauf, das ist geil. Ich spiel den Modus sehr. Aber jetzt 4000 Leute, habt ihr einen Einkaufsladen, wo man Essen kaufen kann, zum Beispiel? Ja, oder bist du nächsten? Lidl, Rewe, Aldi und sowas gibt's hier. Edeka. Es gibt sogar Vita-Welt bei euch, ne? Ja, das gekürtet. Mhm. Was? Das wird sicher bei uns in der Stadt. Aber nicht mal, aber es irgendwie ist da nichts mehr. Weg. Alles. Ja, ist auch richtig so, dass es weg ist. Das ist ja auch gut. Habt ihr einen Dönerladen? Ist ja auch richtig. Ja. Boah, der ist sicher so schlecht, ne? Drei Stück. Digga, 4000 Einwohner. Digga, dass ihr nur 4000 seid? Was eine Geschäft. Die haben eine Bank? Die haben einen richtigen Konkurrenzkampf. Ja. What the fuck? Rod, wenn du auf Lieferanten gehst, wie viele Läden sind da? Null. Ihr das? Nee. Ich gebe meine Postleitzahl ein, da kommt gar nichts. Die alles entscheidende Frage. Wie viele Restaurants habt ihr? Boah, ich häng nicht in Restaurants, ich weiß es gar nicht so. Wie? Du hängst nicht in Restaurants, wenn du 4000 Einwohner hast? Ist du denn dort? Ich esse sowieso nicht, Digga. Jum. Wenn du Türke bist, dann wird zu Hause gegessen. Auch schön gesagt, Bruderherz, walla. Stanin, Baban, Keltosch. Okay, stimmt. Ist das Rubel was? Stanin, Baban, Keltosch. Ach Gott. Oh, ein bisschen was hast du gesagt? Benin Baban Keltosch. Benin Baban? Also dein Vater hat eine Glatze? Hä, nein. Chef Strobe, geh mal in den Döner. Er hat einfach gesagt, sein Vater hat eine Glatze. Nein, dein Vater hat eine Glatze. Ja, du hast Benin gesagt. Nein, Stanin Baban. Achso, Stanin. Chef Strobe, geh mal in den Dönerladen und mach deine Bestellung. Mann, Max aber scheiße. Ich mach einfach eine ganz normale Bestellung. Digga, das ist so gut, dass es jetzt nicht zugeht. Aber Elkum, aber. Alter, wie krank. Döner? Döner, Kebab. Kebab? Machst du nicht so scharf? redet dann auch so. Der Strobe, Alter. War das gerade Chef Strobe seine Stimme, wenn er bestellt? Ja. Boah, den hau ich so weg. Da immer noch ein Ayran raus, ne? Den hau ich so weg. Ja? Also man kann mal hier bestellen, aber kommt der Lieferant hin und du musst halt bar bezahlen. Ja, hä? Was ist das Problem? Ja, aber ich bestelle ja sowieso nie, aber wenn ich Lieferando was eingebe, da kommt da gar nichts. Mit, ja. Also. Du musst ja irgendwie bezahlen. Okay, wo merkt man am dollsten, dass es nur ein 4000 Einwohnerdorf ist? Woran wart ihr alle auf einer Schule? Das ist eine gute Frage. Ja, boah. Es gibt ein Gymnasium, es gibt so eine Gesamtschule, dreimal dürfte raten, wo ich war. Und auf Gymnasium. Keiner. Ja, auch richtig. Aber ja, man kennt, also durch Schule und so, deinen Jahrgang, die Leute kennst du halt. Also bist du so der krasseste im Dorf. Mann, Willi. Das ist so, wenn du vorbeiläufst. Ja, Willi, ja. Weißt du, wie mich das abfuckt, wenn ich alte Leute treffe, Mann? Sag ich so, hey, der kommt aus unserem Dorf, wenn du so. Sogar meine verkackten Lehrer, Digga, woher wissen die Bastarde das? Das verstehe ich nicht. Nein, das ist einer von uns, der war mal bei uns. Ja, die representen das richtig so, als wäre ich keine Ahnung was. Wirklich? Ja, so Nebendörfern und so, das kriege ich mit, dass sie das so representen. Ja. Also, das ist einer doch hier rausgeschafft. Also könnte man dich Dorfking callen? Das ist, glaube ich, das Uncoolste, was das Uncoolste überhaupt, Digga, halt zum Maul. Stell dir vor, du bist Dorfking.
Okay. Ja, okay. Also ihr habt kein Lieferando. Was habt ihr, was fehlt, das fehlt dir noch? Alles, Mann. So, Kino zum Beispiel, so, 100% nicht. Aber es gibt auch Nebendörfer, die haben zum Beispiel nur 200 Einwohner. Habt ihr ein Schwimmbad? Na, was? Nein. Digga, die haben nur 4000, du musst mal überlegen. Wir haben Basketballplatz, das ist krass. Habt ihr ein Kino gehabt? Habt ihr ein Fußball? Nein, kein Kino. Ja, ein Fußballverein auch. Wie weit musst du fahren, dass du... Ist der gut? Ahmed, ich küsse dein Herz, danke dir für dein Host und jetzt zieh ich Ronaldo. Okay. Ah, dann ist sie King. Was? Darf man nicht sagen. Wie heißt der Fußballverein? Nicht sagen, nicht sagen. Ja, das heißt ja so wie mein Dorf, du Dummkopf. Ja, das ist dumm. Aber weißt du schon, welches Dorf du wohnst? Digga, nein. Wenn das 4000 Einwohner ja, hat, Digga. Die würd ihr in einer halben Stunde finden. Digga, wenn es ein Friseur gibt, ein Dönerladen und eine Bank. Mittlerweile gibt es zwei Friseure. Ist doch egal, darum geht's ja nicht. Ich habe Hero gezogen. Ja, wen? Gönn ich dir. Ricardo Carvalho. Oh, ich auch gezogen, willkommen im Team. Wie ist der Wert? Ihr seid beide zwei Spackos, wenn ich das mal so ausschließe. Digga, ich habe heute einen Hibo und eine Icon gezogen. Das ist ja geil. Moin. Moin von alle von Hamed. Danke dir für den Host. Ich hoffe, du hast nicht erwartet, dass wenn du mich hostest, dass du deine Schuhe zurückbekommst, weil deine Schuhe wirst du niemals zurückkriegen. Gibt es... Habt ihr eine Moschee? Nein, da muss da ist wirklich muss man 40 Kilometer fahren, das ist immer hart. Krass. Okay. Nee. Habt ihr ein Krankenhaus? Nein. Hast du einen Hausarzt? Das Hausarzt? Kein Krankenhaus, gar nichts, aber eine Polizeistation, diese Hundesöhne. Zu welchem Hausarzt gehst du? Soll ich jetzt den Namen sagen oder was? Digga, was eine. Ich hab keinen Hausarzt, Digga. Meiner ist in Rente gegangen, fällt mir gerade mal auf. Würdest du sagen, du bist der coolste im Dorf? Nein, würde ich nicht sagen, Digga. Aus Prinzip würde ich das nicht sagen. Ich würde das schon sagen, unterschreib das. Ich auch. Ey, ich bin gleich wieder da, ich hole mir was zu essen, ja? Ihr Mann. Oha, Chat, voll gut. Ich hab einen Hero wiedergezogen. Ja, die gegönnt. Ey, es sind in meinen Rachen, es ist so trocken. Jedes Mal, wenn ich schlucke, tut's weh, es kratzt hinten am Rachen. Ich werde morgen auf der 10 wirklich rumstehen, ne? Ich werde mich überhaupt nicht bewegen. Digga, Roat, habt ihr einen Saturn? Nein, kein Elektroladen, gar nichts. So ein kleinen Schimmelshop, Digga. Wo du nicht mal ein HDMI-Kabel kaufen kannst, Digga. So ein Shop ist das. Digga, ich brauche einen Call-Chat. Was kann ich noch ändern? Sydney, kannst du mal mein Team angucken? Ich bin gerade im Game. Okay. Ende, bestell die Rachen. Oh nein. Ich bin zurück. Du brauchst, ich brauch wirklich Rachendrachen. Zwei Rachendrachen. Hallo? Wir haben gerade gezogen. Ich lebe noch auf der Erde, Chat. Kann die 100 Dealer, ja. Der Arme wird nur ignoriert. Ja, ich schwöre, ich werde wirklich die ganze Zeit ignoriert. Nee, du redest mit mir nicht. Du redest nicht mit uns. Ja, schön gesagt. Edi? Ja? Du hast es doch gerade wieder ignoriert. Ja. Ich habe eine After auf der Zunge. Ah, okay, nice. Einfach wieder. Ja, ich höre doch. Hallo, Edi. Hi. Edi. Hi, Jungs. Hallo. Hi, Jungs, was geht? Bei mir ist nichts. Bei mir ist nichts zu holen, Jungs. Also, wenn... Es ist wirklich... Wen, Eldos? Wen soll ich holen? For real, wie viele Dealer habt ihr? Ey, das ist eine Frage. Oder sowas? Habt ihr einen Dealer? Ja, der Notensohn wird gepackt. Echt? Digga, wie geht das? Das frage ich mich auch bei 4 Kunden, Digga, dieser Vollidiot. Spricht sich das dann rum im Dorf? Ja, ich glaube sogar sein Vater weiß, dass er Dealer ist, Digga. Echt? Ja. Ist das dann auch so der auch einer der coolen im Dorf? Nein, das, du musst dir überlegen, hier sind halt, also es gibt nicht ein, also ich bin der einzige Kanake hier so. Also okay. Wirklich der einzige Kanake und die sind halt wirklich nur Deutsche und so, also wenn du allein nur mit Jogginghose draußen rumläufst, denken die Leute Assi. So ist es. Echt? Und ja, habt ihr da nicht, hast du nicht jemanden, den du so attraktiv, hübsch, süß findest? Unter alles Nuttensöhne.
Aber sind viele von dir in dem Chat zum Beispiel? Heute, so ein Freitag, 22. Weiß ich ja nicht, Digga, keine Ahnung. War ein Klassenkamerad. Kannst du nicht irgendjemand hängen und sagen, hey, ich bin Rojo? Der Dorfking. Der Dorfking. Also ihr versteht das nicht, Digga. Ich bin nie draußen, außer nach 0 Uhr. Oh, Adams. Ist das was? So ein Vampir. Oh, es wird schwer, was nach 0 Uhr draußen? Ich hab nur, guck mal, ich hab 10 Kollegen noch von der Schule und mit denen chill ich dann jeden Tag. Und das ist mit den einzigen, die ich hier chille. Mit den einen, ne? Die da ein bisschen übergewichtiger. Der Fetzer Kato? Ja. Ist das der einzige Schwarze im Dorf? Nee, sein Zwillingsbruder noch. Der mit auf Dings also war. Zwei. Auf Malle. Ach so. Achso, okay. Achso. Das sind Zwillinge einfach. Ach krass. Okay, und das sind die zwei Schwarzen dann im Dorf. Ja. Okay. Und? Und die dir nicht, Mann. Soll ich nach einer Nina fragen? Was? Nach einer Nina. Oh, Nina. Oh. Ich kenn nicht eine Nina, Digga. Real Talk. Ich kenn nicht eine verschissene Hure. Lüge. Wo hat gerade gesagt, der hat noch einen Zwillingsbruder, der ist auch schwarz? Oder hab ich mich verhört? Was? Ja, mein Zwillingsbruder schwarz. Nein. Was? Nee, ich hab nicht. Das Einzige, worüber ich froh bin, ist, dass mein Internet funktioniert. Nee. Aber die Aids-Hörer nicht! Seit 10.000 Jahren lädt das hier! Ist es so bei euch so, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, fährt da so am Tag immer noch so einer vorbei und bringt Eier vor die Tür und so? Weißt du, was ich meine? Ja, Digga, Hühner wecken mich auch, Willi, Digga, du hast übertrieben, ja? Wie sind die Bahnverbindungen so? Also ich... Nee, gibt's nicht. Gab's früher mal. Aber... Jetzt gibt's irgendwie nicht und ich muss dann immer so 7 Kilometer fahren. Wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung? Es ist ein Haus, aber es sind so 2 Etagen mäßig. Oh. Unser ja, Bruder unten wohnt ein anderer und oben wohnen wir, Idioten. Dorfking. Rojo. Digga, wenn ihr wüsstet, wie ich leben würde, ihr würdet euch, also... Und du kommst nicht auf die Idee, in einem scheiß Dorf, wo es keine Bahnverbindungen gibt. Kein Krankenhaus. Ich bin nie draußen. Du kommst dann nicht auf die Idee, einen verfickten Führerschein zu machen. Ich bin sowieso nicht draußen. Ich bin nie draußen. Ich stream den ganzen Tag. Du brauchst einen Führerschein. Ja, das schon, aber. Gibt es sowas wie. Also bist du sozusagen der Hokage? Ja, Digga. Okay. Gibt es eine Fahrschule? Ja, das schon. Wow. Da würde ich doch nicht hingehen. Unser Dorfking hat es geschafft, von ganz nach unten bis ganz egal, nach oben. Egal, lass es doch, Mann. Oh, ich fick seine Mom. Was ist? Ah, ich muss seine Mutter ficken, glaube ich, morgen. Okay. Der Hokage, sagt er. Schara, oh, Junge, wer ist Schara? Ja. Noch nie gehört von dem Spieler. Eigentlich kann ich mal was dafür. Ich bin als Kind hierher gezogen, weil meine Eltern das wollten und die ficken mich einfach hier im Discord. Wir ficken dich nicht, wir stellen viele Fragen. Ja. 90 Tempo, Digga. Wissen die Leute bei dir im Dorf, was zum Beispiel Bubble Tea ist oder kommt das immer so ein bisschen mit Verspätung bei euch an? Ich habe zum Beispiel in Berlin das erste Mal Bubble Tea getrunken. Das ist ja geistig. Aber ich wusste, was das ist so. Also so, wenn du nach Berlin gehst, dann... kommt da immer so richtig viel auf dich zu quasi, ne? Nein, ich habe doch auch in Berlin gelebt. Ach so, okay. Ja, okay. Ich würde gerne Prompex aufmachen, ich habe die alle aufgemacht, außer diese Untrail-Scheiße da. Lieferant gibt mir Essen, er sagt viel Spaß beim Stream. Oh, ist ja nice. So, top. Weißt du, was mein Lieferant... Morgen. Soll ich dir sagen, was mein Lieferant mir letztens gesagt hat? Voll korrekt. Er will nicht stören, aber vielleicht, ob ich ein Trikot habe. Klar, setz dich rein und wir rauchen noch eine Pfeife. Hast du ihn gegeben? Soll ich dir deswegen schlauen? Die sollen das Essen vor der Tür abstellen. Ja, das ist ein schlauer Leben. Ich mach nie auf, nie. Also ja, Digga. Warum, da hast du mich erkannt bist, oder was? Yes. Nee, weil... da will ich nicht mit denen reden einfach. Ich will einfach nicht mit dem reden. Wegen Corona-Schutz. Ich hab keinen Bock auf Lieferanten. Corona, ja. Egal, du kannst machen, was du willst. Irgendein Nutten so liegt eh deine Daten.
Ja, aber ich muss es halt bist du gezeichnet vom Leben? Ja, er hat sich das gerade angehört, Digga, wie traurig. Ja, Digga, hier, ich kann dir sagen, PayPal, die Fotze.